Wir haben uns ja mit der Thematik der Ignatiusbriefe beschäftigt und wir haben uns Argumente dafür angesehen, die Ignatiusbriefe als authentische Briefe zu sehen, die tatsächlich unter der Regierungszeit des Kaisers Trajan von Ignatius von Antiochien verfasst wurden. Und da Eusebius von Caesarea uns dies mitteilt und da viele andere Kirchenväter ihn und seine Briefe erwähnen, muss ich ganz ehrlich sagen, Sehe ich keinen Anlass, die heutige Meinung irgendwelcher Schwurbler den Kirchenvätern, die alte und frühe Traditionen weitergegeben haben, anzuzweifeln. Trotzdem wollen wir einige Dinge besprechen, die hervorgebracht werden, um die Echtheit, der, um die Authentizität der Ignatiusbriefe zu bestreiten. Denn die Ignatiusbriefe sind ja nun wirklich. Ein Zeugnis für frühe dogmatische Festlegungen in der Kirche, ein Zeugnis für die Schriften des Neuen Testaments, ein Zeugnis für apostolische Tradition und für die Kirche. Und so wollen wir uns mit dieser Thematik auseinandersetzen, weil Ignatius von Antiochien ja auch eine wirklich bedeutsame Figur ist in der frühen Kirchengeschichte. Zunächst wird behauptet von manchen, es gäbe eine Priorität der langen Rezension. Also es liegen ja ähm, drei verschiedene Modi der Briefüberlieferung vor in der Überlieferungsgeschichte der Ignatiusbriefe. Wir haben die kurze Rezension, wir haben die mittlere Rezension und wir haben die lange Rezension. Und die lange Rezension, die sei eben wird von manchen behauptet die erste und dies sei eine Fälschung nach 360 während die mittlere Rezension lediglich eine Kürzung der langen Rezension sei und der wissenschaftliche Konsens zu den Ignatiusbriefen ist dass die Ignatiusbriefe von Ignatius von Antiochien verfasst wurden und dass er sie verfasste Ende der Regierungszeit des Kaisers Trajan genauso übrigens wie, dass die mittlere Rezension die am nächsten an den Ort authentischen und originalen Dokumenten der Ignatiusbriefe heranreichende Überlieferung ist. Nun, Zitate und Erwähnungen bei Polycarp, Irenäus, Origenes und Eusebius machen es sehr, sehr schwierig, die lange Rezension für eine Fälschung nach 360 zu halten. Ja, Eusebius lag eine primitive Form der langen Rezension vor, und diese lange Rezension war lediglich eine Erweiterung dieser primitiven Form. Die Zitate des Eusebius, zum Beispiel des briefes an die Römer, stammen alle aus der heutigen Mittleren Rezension. Es gibt auch Zitate und Anspielungen zu den Ignatiusbriefen bei Melito von Sardes 160, Theophilus von Antiochien 180, Clemens von Alexandria 190 und anderen. Irenaeus um 175 zitiert. Den Ignatiusbrief an die Römer 4,5 mit Verweis auf einen unserer Märtyrer in Anführungszeichen. Origenes 253 schreibt in seiner Homilie zum Hoheneslied 2,36 und in seiner Homilie zu Lukas 6,4 ja, über die Ignatiusbriefe an die Römer und Epheser und zitiert sie mit Nennung von Ignatius' Namen. Lucian von Samosata ist bei seiner Beschreibung des Peregrinus ein Zeuge des Ignatius. Und jetzt wird von manchen gesagt, naja, dann hat ein Fälscher eben von äh, dem Werk äh, Lucians über Peregrinus abgeschrieben im 4. Jahrhundert. Doch Lukian beschreibt mit seinen Figuren von ihm so bezeichnete Scharlatane in Anführungszeichen. Diese Beschreibungen basieren auf seinen Erfahrungen oder Erfahrungen, die ihm zugetragen wurden, und selbst die Beschreibungen von Götzen basieren auf erinnerten griechischen Wortfesten aus. Inszenierungen, nicht aber aus Zitaten von Schriften. Und Lucian schrieb nicht an Leser mit Büchern in deinen Händen und bei der Beschreibung von Peregrinus Ignatius als Prozessionsführer, ja, äh, Tiasarches, der die, äh, der die äh, Synodos des Kultes Synagoges versammelt, beschreibt hier die Wirkung der Briefe. Er veräppelt die Situation, indem er göttliche Botschafter des Ignatius als Netherodromi, als Wettläufer zur Hölle, und Nekrangeloi, äh, äh, als Todesbotschafter bezeichnet. Es handelt sich also hier um eine zynische Reaktion auf die Situation durch die Ignatiusbriefe und somit um keine Reproduktion. Auch wird behauptet, die mittlere Rezension sei eine Fälschung zur Legitimation einer zentrierten Bischofsgestalt mit Presbytern und Diakonen. Dabei seien nur der Magnesier, der Epheser und der Trallianer Brief authentisch. Dass zur Legitimation der hierarchisch egalitären Kirchenstruktur Ignatius, außer in Polycarps Brief an die Philippa 9.1-2, als Partner desselben interpoliert wurde, kann nur schwer argumentiert werden. Denn... Im Philipperbrief des Polycarp in 9,2 wird äh, das, so wird interpretiert, dass drei Arten von Zeugen äh, benannt werden: Ignatius, Sosimus und Rufus. Andere Märtyrer sowie Paulus und andere Apostel, um dann zu behaupten, Ignatius sei hier als Außenstehender, ja, als Außenstehender Märtyrer anderer Gemeinschaften subapostolischer Zeiten bezeichnet. Doch das folgt daraus nicht. Das kann auch einfach nur heißen, dass nun, dass nun gesehen wird, was Vorgänger in der Vergangenheit sahen. Es wird dann behauptet, Ignatius erscheine hier als Märtyrer, äh, was anderen Stellen allerdings widerspreche, wo er noch am Leben ist. Polycarp ist tatsächlich mehrdeutig, was dieses Thema betrifft. Er spricht aber nicht von seiner Konfession oder dem Martyrium, was Ignatius betrifft, sondern von dessen Standhaftigkeit. Diese Zuschreibung ist möglich, ob tot oder lebendig, und stellt somit keinen Anachronismus oder irgendeinen Widerspruch dar. Ja? Dann muss natürlich äh, ferner auch ganz klar äh, gemacht werden, äh, dass dass wir genauer etwas betrachten müssen, und zwar Ignatius äh, oder den Effekt von Ignatius ähm, äh, choreografierter Prozession, ja, ähm, als ein Träger oder als ein, ein Schützer ja, Hagiophoros eines heiligen Objektes ja, in der christlichen äh, Mystikerprozession, ja und ähm, dann werden hier seine Behauptungen äh, klar, dass er bereits in diesem Fleisch das äh, das Bild oder den Tupos des, äh, des leidenden Vater Gottes ja durch dessen Blut äh, oder de, durch dessen Blut die Epheser ähm, in Flammen ja quasi oder in also in Flammen äh, äh, geworfen wurden ja und äh, ja er sei äh, er sei gebunden ähm, mit äh, ja er sei gebunden Ignatius sagt in seiner ja in seinen äh, Schwierigkeiten mit seinen ja mit seinen Wochen ja die er mit zehn Leoparden vergleicht ja, da hat er Längst sein, äh, seinen Kampf mit den wilden Bestien in der Arena begonnen, so sagt er selbst. Ja? Äh, Ignatius in seinem Römerbrief 5.1. Ja? Und schon da drückt er sein, sein, äh, sein zukünftiges Martyrium als den Prozess der Realisierung äh, aus. Ja? Sicherlich hat Polycarp ja, anders, ja in einer Passage diesen äh, diese, 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 diese Aussage oder dieses Modell von Ignatius Prozession äh, durchs Smyrna kommend ja, äh, beschrieben ja, wenn er seine, seine ja sein ganze, sein ganzes Auftreten als Imitation wahrer Liebe tatsächlich äh, bezeichnet ja die Mimesis, die äh, der christlichen äh, Mysterienprojekte, ja, ähm, das Bild des äh, hat das oder das Bild des leidenden äh, Gottes, äh, wurde in jemandem realisiert, der bereits als Märtyrer gesehen wird oder als dafür bestimmt, ja. Und wir sehen auch, dass es hier keine reale äh, inkonsis äh, inkonsistente oder keinen Widerspruch gibt ja, denn ähm, zwischen diesen Passagen ja haben wir eben einen hellenistischen äh, Hintergrund ja und ähm, diese diese dieses dieses mit polycarps äh, Philipperbrief ja ähm, diese das würde alles das zeigt alles dass es keine gibt, braucht, was das alles äh, anbelangt, ja, denn hier werden quasi ähm, zwei authentische Briefe des Polycarp im Philipperbrief zusammengefasst, ja, und einer wurde früher geschrieben, wenn Ignatius, noch, also, wenn Ignatius noch gelebt hat und ein anderer, ja, das wissen wir ja zum Beispiel seit Harrison nach seinem Martyrium, ja. das bedeutet, der Philippebrief brief des Polycarp, besteht aus zwei authentischen Briefen des Polycarp, sodass auch hier überhaupt keine ähm, zeitliche, keine zeitliche Diskrepanz bestehen muss. Ja. Und auch das, das Bild von Ignatius, als einem Märtyrer des subapostolischen Zeitalters, der von Polykarp niemals in Persona angetroffen wurde, wird. Ist, ist sehr, sehr zweifelhaft anzunehmen. Ja. Denn ähm, da muss ganz klar gesagt werden, dass äh, zum Beispiel geglaubt wird, die vier authentischen Briefe des Ignatius, ja, die würden die wahre ekklesiastische Organisation in, im subapostolischen Zeitalter äh, quasi, äh, ja, quasi entdecken. Und ähm, hier gab es ja keine Hierarchie eines einzelnen lokalen Bischofs mit Presbytern und Diakonen, die voll äh, irgendwelche lokalen Kongregationen kontrolliert hätten. Ja, so zum Beispiel wie die Apostel und deren, ähm, deren äh, Nachfolger und deren Begleiter, ja. Wie eben Ignatius, ja, und später Polycarp, äh, waren sie Bischöfe mit der Rolle, einer breiten Superintendenz, ja, einer Nummer oder einer Reihe von Kongregationen, ja, die äh, weit über große Provinzen hinaus reichte, ja. Auch das äh, wird in äh, ja, wird in äh, Irenaeus adversus Heresis 3 3 4 ja tatsächlich äh, ja nahegelegt, ja. Dass das tatsächlich, äh, dass das tatsächlich Aufseher waren, ja. Und dann muss auch ganz klar gesagt werden, ja? diese Kongregationen, die besaßen, ja, diese dieser weit äh, gelegenen Provinzen, die besaßen ihre eigenen äh, spirituellen Gegebenheiten und Gaben, die sie dann auch, ähm, die sie dann auch innerhalb dieser Generellen äh, Superintendenz äh, nicht, äh, nicht restrikt äh, gehandhabt von der lokalen Hierarchie ausüben konnten. Ja? Aber wir müssen uns auch ansehen: Ende des ersten Jahrhunderts, ja, da, gibt es, äh, da gibt es tatsächlich Bischöfe von Smyrna und Antiochien, die tatsächlich auch Bischöfe der Provinzen Asien und Syrien waren, weil es nur ein paar. Christliche Kongregationen anders als diese gab und ähm, dann mussten die natürlich auch irgendwie organisiert werden. Ne? Dann wird auch noch gesagt: ja, der, äh, das syrische Werk, die das Kalia Apostolorum um 250 entstanden, ja das würde ja den historischen hintergrund liefern für die fälschung der sieben ignatius-briefe der mittleren rezension. das argument ist, dass der fälscher der mittleren rezension von diesem dokument quasi abhängig war ja, und dessen bildersprache, dessen struktur, dessen inhalt habe er ja dann äh, letzten endes kopiert oder ja, habe er übernommen. Ja. nun, müssen wir ganz klar sehen. Ignatius äh, referiert ja über, die, über eine drei, äh, drei, über eine ja dreifaltige Ordnung im äh, Rahmen natürlich der Trinitätstheologie von Bischof, Presbytern und Diakonen ja Und ähm, ja, das waren eben diese Tupoi oder Bilder diese bildersprache die eben dann auch gott symbolisieren sollten ja und seine struktur seine trinitarische struktur ja in seinem brief an die magnesia 61 ja da haben wir äh, ebenfalls eine solche äh, eine solche ja, äh, eine solche identifikation ja und wie wir aus anderen passagen ignatius brief an die traliana 31 und magnesia 62 wissen dass äh, das eben heißt, ähm, dass das erschaffen wurde oder so gehandhabt wurde in, äh, im Bilde eines, äh, zum Beispiel eines, eines dreifaltigen Gottes. Ja? Und die Didaskalia würde ja nun ähm, ja, diesen Bischof ähm, quasi in einer Kirche so porträtieren, genauso, dass er projiziert. Das, das Bildnis von Gott, dem Vater. Ja. Diese Typologie ist ähm, gut ausgeformt und generell, ähm, und diese sei ja ähm, in fragmentierter Form aufgebrochen worden durch den Fälsche der mittleren Rezension. Ja. Und doch das muss man ganz klar sagen, äh, kann nicht sein, denn wenn die Didaskalia, den, den Terminus Tupos, äh, benutzt, dann meint es äh, einen alttestamentlichen Typus, dessen ähm, Erfüllung als Antityp äh, im Neuen Testament zu sehen ist und im Leben der Kirche und des Neuen Bundes. Ja, Im Leben der Kirche des Neuen Bundes. Ja, wie wir zum Beispiel... Äh, in der Didaskalia 25, 2, 25, 7, 39 bis 41 lesen, ja? Und dieser Autor, dieser Autor der Didaskalia hat im dritten Jahrhundert äh, uns quasi angehalten, die alttestamentlichen Passagen, die mit dem Tabernakel ähm, zu tun haben, ja. Und ähm, das war ein tragbarer, oder einen tragbaren Schrein, ja der außerhalb äh, der, um, der, vor, äh, der vor Salomos Tempel herumgetragen wurde. Das Alte Testament hat äh, detailreich dazu etwas geschrieben ja, und äh, wie diese, diese kultische Handlung quasi durchgeführt werden soll äh, innerhalb bei, äh, von Hohepriestern, Priestern und Leviten und ähm, dieser Brief an die Hebräer im Neuen Testament, ja, der macht ja so das, so das Gleiche wie der Schreiber der Didaskalia, der uns quasi dazu einlädt, zu interpretieren, was wir über diesen Schrein, der, Schrein, des, äh, Schrein der über diesen Zeugenschrein im Alten Testament lesen, ja, und ähm, dass das eben eine mystische vor allem mystischer Vorschatten der, äh, der Ereignisse des neuen Bundes, ja, die erst auf uns zukommen sind, ja. Und das, dieser, das sei ein äh, grundsätzlicher Typus der Kirche, ja, und äh, es wird gesagt, dass die Diakone ähm, quasi genauso wie die Leviten äh, quasi essen und rituell handeln sollen. Wenn die Leviten und ihr Dienst ja der Typus einer äh, von, zu, äh, von zukünftigen Diakonen des neuen Bundes sind, dann ist der Hohepriester ein Typus des Bischofs. Ja, das wird ebenfalls äh, ja dort äh, gesagt. Ja und dieses ba, diese 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 ähm, ja, diese, diese Basis, dieses Basisverständnis des Tupos, in der Didaskalia ist ein alttestamentlicher Typus ja. Der Hohepriester ist beschrieben in äh, Verbindung mit diesem Schrein, ja, und das hat den Antitypen im Bischof, den Presbytern, äh, die dann äh, der Antitypos der Priester sind, und die Diakone äh, sind dann die Antitypen der Leviten. Ja? Und das mit diesem äh, Typen, ja? als äh, Teil der allegorischen Methode der Exegese, ja? ähm, um quasi, äh, ja, äh, quasi äh, ja, um quasi äh, Rechtfertigung aus der Schrift abzuleiten für eine für eine, äh, für eine zukünftige Ordnung, ja? die Diakone und die Diakonissen. Diakonissen ja? ähm, das Alte Testament spricht auch von einer Wolke, in der Gott die Israeliten ähm, in, diesem, äh, in, dieser, ja, in diesem Schrein bezüglich dieses Schreins leitet. Ja? Wann, äh, die, wann die, wenn die Wolke stoppt, dann äh, ist er aufzustellen. Und wenn die Wolke weitergeht, dann äh, muss, müssen die Israeliten äh, dem folgen, zusammen mit diesem Schrein. Und ähm, diese, ja, diese Wolke des Tages äh, wird zum Feuer bei Nacht. Und wenn, wenn dieser Schrein dann äh, wieder aufgestellt wurde, zuerst mit äh, den ganzen Inhalten desselben und auch mit dem, was äh, sich darin befindet, ja, dann, ähm, ja dann, dann wird diese, diese, diese Wolke äh, identifiziert mit dem Heiligen Geist in Applikation mit dem Neuen Testament, mit der neutestamentlichen Exegese des Alten, Testament, des Alten Testaments, ja. Und hier hat äh, die Wolke, als der Geist seinen Antitypen in der Struktur der <coughs> des Kirchendienstes, ja, diese 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 Diakonisse und der der Diakon und all dieses ist ein Bild, ja, des Antitypus eines alttestamentlichen Typen, ja, und diese gleiche Exegese, ja, des Typen und des Antitypen, ja, äh, wird auch als äh, Rechtfertigung und Erklärung äh, bezüglich Witwen und Weisen in der Kirche, ähm, ja argumentiert, ja und dieser Typus der Kirche, ja in jedem Detail, der Altar ähm, wird dann zu einem mystischen, ja zu einer mystischen, äh, zu einem mystischen Vorschatten der Witwen und der Weisen, ja und ähm, diese, 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 Haupt, äh, diese Hauptintendenz dazu ist, dass es ein, ähm, ein geheiligtes, äh, ja, ein, ein, heil, ein geheiligte, geheiligte Gaben gibt, die äquivalent sind ähm, zu, dem, zu, dem Op zu den Opfergaben des alten Bundes. Ja? Aber der Autor der Didaskalia hat ebenfalls eine, Igna eine ignatianische Typologie, quasi eingeführt in seine typologische Exegese, ja, ähm, die eben auch äh, in den apostolischen Konstitutionen, die, dieses, äh, die in dieses Werk mit eingeflossen sind, ähm, erscheinen. Ja. Und die ignatianische Typologie ist aber nicht eingeführt mit irgendeinem Verständnis der der ursprünglich, äh, angedachten, ja, das ursprünglich der ursprünglich angedachten Bedeutung. Ja, das muss auch ganz klar gesagt werden. Ja, und die Didaskalia und die Apostolischen Konstitutionen, ja, die, ähm, die verstehen da quasi die Ignatiusbriefe nicht so, wie sie, äh, wie sie quasi verstanden werden sollen. Ja. Der Bischof äh, wird dann zum Antitypen des Hohepriesters. Ja, aber bei Ignatius wird er wird er als Bild ähm, des äh, Vatergottes quasi ähm, dargestellt. Ja. Ähm, und hier, wird, hier ist der Autor äh, quasi im, äh, im Gegensatz zu Ignatius, äh, zu Ignatius ganz anderem Konzept. Ja dass er zwar übernimmt, aber dass er nicht äh, klar interpretieren kann. Ja? Der Bischof, der soll bezahlt oder geehrt werden, wie äh, der andere Klerus, ja und äh, die Witwen und die Weisen. Aber warum? Weil es sich um hohe Priester handelt oder weil es sich um Antitypen des Priesters handelt, ja. Aber, sie haben aber auch, äh, dass Gottes Platz eingenommen wurde. Ja. In diesem Sinn kann dann ähm, als, äh, als Tupos Gottes quasi wieder in dieser alttestamentlichen Bildersprache gesprochen äh, werden. Ja. Aber dies ist inadäquat äh, mit dem Verständnis der ignatianischen Ikonographie, ja, mit der äh, der Autor, der Didaskalian, nicht weiß, wie er damit umzugehen hat. Er versteht nicht Ignatius' Hintergrund in den Mysterienkulten von, ähm, von Asien des, er des frühen äh, zweiten Jahrhunderts. Ja? Ähm, und äh, was Tupos meint, ja? zu, einer, ja, zu einem göttlichen Bild äh, getragen in Prozessionen durch einen Kultführer, ja? der. Ähm, der quasi diese Prozession führte, ja. Ignatius hat nicht den äh, diesen, ähm, diesen diesen Blick auf Bischöfe als Könige oder Monarchen, wie sie in der Didaskalia genannt werden, ja. Die Kirche war nicht ähm, durch die Schaffung äh, solcher Könige in Anführungszeichen, ja, ähm, äh, ja. Ähm, ja äh, gemacht worden sondern es wurde konstituiert durch die drei äh, durch die drei einige Ordnung ja ähm, von Bischöfen ähm, Presbytern und so weiter ja. und diese durch ihre durch ihre Taten und ihre Worte äh, haben dann Bildnisse geschaffen göttlicher Personen im eucharistischen ähm, Drama des, ähm, des quasi des, äh, des äh, der, der Rückbelichtung ähm, des äh, Vaterbischofs, des Diakonsohnes und äh, des geisterfüllten Apostolischen Konzils, äh, das das Presbyterat war. Ja? Und ähnlich zum Autor der Didaskalia. Wird die ignatianische Ikonographie die Presbyter als apostolisches Konzil äh, behandeln? Ja. Aber es muss auch ganz klar werden, ja, ähm, dass ähm, die Presbyter auch als Krone der, der Kirche ja, beschrieben werden, was uns auch äh, an Ignatius' äh, äh, spirituell gewobene Krone des Presbyterats äh, erinnert. Aber die Krone, die soll offensichtlich zum, ähm, zum Kreis der Sitze des, der, der Presbyter ähm, um, um den Bischofsthron äh, meinen. Ja. Aber es gibt hier keine Referenz zu, zu, zum Bild ähm, göttlicher Wesen, die quasi ähm, durch die, diese Krone, ähm, ja, durch diese Krone einen Mysterienkult führen wie bei Ignatius die Presbyter werden hier nicht ähm, ein Bild oder ein Abbild oder ein Tupos genannt des Konzils der Apostel ja ähm, dass die Apostel quasi äh, voraussetzt und ähm, Geist erfüllt beim ähm, beim ja beim bei diesem bei Pfingsten, ja, die Didaskalia hat keine Konzeption von Ignatius ursprünglicher Bedeutung, ja. Die Signifikanz dieses äh, Zirkels wie eine Krone, ja, ist, dass die Presbyter einen Ring oder eine Phalanx äh, um den Bischof schaffen, der in Christus Platz äh, sitzt, ja, genauso wie die Apostel äh, äh, Christus äh, umringten, ja so zum Beispiel beim letzten Abendmahl, ja. und ein äh, behaupteter Interpolator, der die, äh, der die gefälschten sieben Briefe produzierte, ja, der, äh, hat quasi, ähm, ja, der hat quasi, der hat quasi, hätte quasi eine äh, konsistent ausgearbeitete Typologie der Kirche, von der Didaskalia aus äh, erarbeiten müssen. Ja. Es ist diese Beschreibung der Kirchenordnung, äh, der, Kirchen, äh, äh, der, drei, der dreifaltigen Hierarchie, äh, die, quasi, äh, die quasi in diese gefälschten sieben Briefe mit reingebracht werden mussten. Ja. Aber es gibt überhaupt kein konsistent herausgearbeitetes äh, Modell in der Didaskalia, ähm, von dem ein Fälscher der sieben Briefe ähm, heraus hätte schreiben können ja es gibt Konf es gibt zwei in Konflikt miteinander stehende Ty Typologien die das Kalia, ja eine die der äh, auf eine von der der Autor versteht äh, wie zum Beispiel äh, sein auch sein äh, Nachfolger äh, der quasi äh, ja, der quasi dieses, äh, dieses Werk aus dem dritten Jahrhundert in das äh, Werk aus dem vierten Jahrhundert die apostolischen Konstitutionen äh, hineingebracht hat. Ja, aber diese Typologie, das war eine exegetische Methode eines Antitypen, äh, eines alttestamentlichen Typus. Aber die ignatianische Typologie der Kirche der Ki und der Kirchenstruktur der Kirchenhierarchie und vor allem der Kirchenordnung, ja, wie wir gezeigt haben, ist eben äh, vor dem Hintergrund äh, der Welt der, äh, der Mysterienreligionen ähm, des zweiten Jahrhunderts äh, geschrieben worden, ja, und da werden eben dann ähm, Bilder herausge oder, oder ähm, ja, auch äh, Deckbilder herausgeborgen, äh, wie zum Beispiel die Prozession, bei der der Priester äh, die Prozession geführt hat, ja. Und ähm, diese Schaffung äh, göttlicher, äh, göttlicher äh, Bild Bildnisse in einem christlichen Verständnis, ja? das war sowohl dem Autor der Didaskalia als auch dem Autor, der apostolischen Konstitutionen verloren. Ja? Und als äh, weiterführendes Programm ähm, bei, von Ignatius Tupos äh, kann, nicht mit, äh, kann nicht im Kontext eines exegetischen äh, Typus oder Antitypus äh, ja, äh, behauptet werden. Das muss also so sein, dass diese Theorie somit scheitert und zum Scheitern verurteilt ist.